einem warmen Moin Moin, wie wir so sagen, aus dem Norden. Ich komme aus Lüneburg, Lüneburger Heide. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und auch von meiner Seite großen Dank an die Veranstalter hier vor Ort. Es sind ja eine ganze Menge. Heute ist der letzte Tag unserer Veranstaltungsrundreise. 2,5 Wochen sind wir unterwegs gewesen in Deutschland und auch eine Veranstaltung in Österreich haben wir gemacht. Und ich kann Ihnen versprechen, dass es sehr spannend wird, Erfahrungen aus erster Hand von einem Brasilianer, von Professor Antonio Andreoli, zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass du deinen Urlaub hier in Deutschland mit mir und auch vielen Veranstaltungen verbracht hast. Vielen, vielen Dank. Genau, jetzt habe ich es verraten, es ist ein Urlaub und den Urlaub wollte er mit seiner Schwester Miriam verbringen und mit deren Mann Ronaldo. Die beiden begleiten uns und dafür auch vielen, vielen Dank, dass ihr diese Tour mit uns mitgestaltet habt und sicher durch die Gegend gefahren habt und organisiert habt, was ihr konntet. Danke. Kurz zum aktuellen Stand. Man hat ja nicht mehr ganz so viel gehört von der Gentechnik. Man hat gehört, dass es keine Freisetzungsversuche gab in diesem Jahr. Es gab allerdings einen Freisetzungsversuch mit einem gentechnisch veränderten Impfstoff. Also ganz frei sind nur die Flächen. Die BASF hat angekündigt, sie zieht sich zurück. Auch Monsanto hat ein paar Events zurückgezogen. Aber ich glaube, dass das Ruhe vor dem Sturm ist. Aktuell war das Thema Gentechnik, das haben Sie alle verfolgt, natürlich auch Thema bei den Koalitionsverhandlungen. Diskutiert wurde, ob das Wort Anbauverbot im Koalitionsvertrag steht. Dieser Satz ist dann zur Chefsache geworden und Kanzlerin Angela Merkel hat ihn dann gestrichen. Was drinsteht ist, dass die vielleicht neue Bundesregierung die Vorbehalte eines Großteils der Bevölkerung anerkennen. Ist ja schon mal was. Aber irgendwie fehlt da auch noch die Substanz. Das heißt, wir haben weiterhin auch bei der Bundesregierung was zu tun. Auf der EU-Ebene steht gerade an, dass die EU-Kommission einen neuen Gentechnik-Mais zur Zulassung für den Anbau in Europa empfohlen hat. Der nächste, der darüber entscheidet, das ist der Agrarministerrat. Erst sollte es der Umweltministerrat sein, dann sollte es der Agrarministerrat sein. Die Agrarministerratssitzung fällt aus. Jetzt kriegen wir etwas Neues. Das Ganze soll im schriftlichen Verfahren stattfinden. Wie, wissen auch die Brüsselaner nicht. Aber am 19. Dezember werden wir mehr wissen. Entscheidend ist, ob es eine qualifizierte Mehrheit, ungefähr 75% der Stimmen gibt für oder gegen den Mais, dann hat der Ministerrat entschieden, wenn es keine qualifizierte Mehrheit gibt, was bislang immer der Fall war, dann entscheidet die Kommission. Und der zuständige Kommissar Tonio Borg, der Gesundheitskommissar, hat schon gesagt, dass er für diesen Mais grünes Licht bekommen wird. Anders, der französische Agrarminister, der ist nämlich schon bei der Kommission vorständig gewesen und hat gesagt, dass Frankreich auf alle Fälle mit einem klaren Nein stimmt. Und ich hoffe, dass das nicht nur Frankreich macht, sondern dass er sich auch bei der, wenn wir sie denn irgendwann bekommen, neuen Bundesregierung vorstellig wird, weil die sind schätzungsweise noch sehr unentschieden. Was ist das für ein Mais? Der Mais heißt 1507 und der kommt von Pioneer. Pioneer hat ihn zusammen mit Dow AgroScience entwickelt. Und er ist so gentechnisch verändert worden, dass er gegen das hochgiftige Glufosinat, also der Wirkstoff im Totalherbizid Basta oder Liberty, von Bayer resistent ist. Und Glufosinat, das sagen auch die Wissenschaftler, hat Auswirkungen auf die frühe embryonale Entwicklung und sogar die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde stuft ihn als kritisch ein. Und das Landwirtschaftsministerium in Deutschland sagt, dass die Zulassung von diesem Glufosinat 2017 ausläuft. Warum sollen wir ihn also in Europa zulassen? Außerdem erzeugt 1507 ein Insektengift, ein Fraßgift für den Maiszünsler. Aber in den Zulassungsunterlagen steht, dass auch andere Nicht-Zielorganismen davon betroffen sind. Das heißt, dieser Mais ist als sehr kritisch zu beurteilen, das finden wir jedenfalls. Deshalb fordern wir die neue Bundesregierung auf, dagegen vorzugehen. Da hinten gibt es Unterschriftenlisten, Nein zu 1507. Wenn Sie das auch finden, freue ich mich, wenn Sie da sich einschreiben. Nach wie vor will die Mehrheit der Bevölkerung in Europa, das sind konstant 70-80%, keine Gentechnik auf europäischen Äckern und in ihrem Essen.
Und das ist auch der Grund, warum Europa fast gentechnikfrei ist. In Europa werden nämlich nur auf 0,12% der Ackerfläche Gentechnikpflanzen angebaut. 90% davon in Spanien, weitere 8% in Portugal. Angebaut werden dürfen zwei Pflanzen. Die eine ist sicherlich sehr bekannt, der gentechnisch veränderte Mais MON 810, der auch gegen den Maiszünsler resistent ist, von Monsanto. Die Pflanze wurde schon 1998 zugelassen. Mittlerweile gibt es in 8 Ländern in Europa ein Verbot für diesen MON 810. Österreich, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Deutschland, Luxemburg, Polen und Italien. Und Bulgarien hat was anderes gemacht. Bulgarien hat einfach große Abstände gewählt. Wenn man diesen Mais anbauen will, dann muss man 7 Kilometer zum nächsten Ökofeld einhalten, 10 Kilometer zum nächsten Wiesenstand und 30 Kilometer zum Naturschutzgebiet. Damit ist der Anbau quasi nicht möglich. 12 Jahre später, 2010, hat die Kommission eine weitere Pflanze zugelassen, mit dem, wie ich finde, sehr schönen Namen Amflora. Die Amflora kommt von der BASF, ein deutscher Konzern. Diese Kartoffel ist eine Stärkekartoffel für die industrielle Verwertung. Und sofort hat aber die Lebensmittelstärkeindustrie erhebliche Bedenken angemeldet, weil sie gesagt haben, wir kriegen eine Trennung in unseren Werken nicht hin. Deshalb raten wir den Bauern, sie nicht anzubauen. Und tatsächlich hat eigentlich nur ein Bauer diese Stärkekartoffel angebaut und auch nur zur Pflanzgutvermehrung. Das Pflanzgut ist schlechter, die Erträge sind schlecht und letztendlich hat selbst die BASF diese Amflora 2012 aus dem Markt genommen. Eine große Debatte ist auch immer, ob es denn noch möglich ist, gentechnikfrei zu füttern. Klare Antwort von mir, ja. Man muss wissen, dass die meisten Gentechnikpflanzen nach wie vor in den Futtertrögen landen. Und zwar auch hier in Deutschland und in der EU. Grund dafür ist, dass es eine Kennzeichnungslücke gibt. Im tierischen Bereich erfahren wir nämlich nicht, ob hier Gentechnik verfüttert wurde oder nicht. Tierischer Bereich heißt Milch, Eier oder Fleisch. Seit 2008 ist es aber möglich, eine Positivkennzeichnung zu machen, wenn ich gentechnikfreie Futterpflanzen eingesetzt habe. Das Zeichen heißt ohne Gentechnik. Das bekannteste Produkt ist die Landliebe Milch, aber auch die faire Milch, zum Beispiel vom WDM, hat das Label ohne Gentechnik. Für uns als AWL, als Bauernorganisation, ist natürlich die gentechnikfreie Fütterung ein wichtiges Thema. Und deshalb haben wir die Futtermittellieferanten abgefragt, ob sie denn gentechnikfrei liefern können. Bundesweit gibt es 100 Lieferanten, die das machen können. Flächendeckend kann man sich gentechnikfrei versorgen. Und hier im Süden, wenn ich das verraten darf, gibt es wesentlich mehr. Also hier gibt es viele Chancen, gentechnikfrei zu füttern. Wir werden ja gleich einen Blick nach Brasilien werfen. Da kommt nämlich das meiste gentechnikfreie Soja her. Und Antonio wird gleich berichten, ob es das noch gibt und wie die Situation dort ist. Mittelfristig, denke ich, muss es aber das Ziel hier in Deutschland und Europa sein, wieder vermehrt einheimische Eiweißpflanzen und auch Leguminosen anzubauen. Leguminosen sind nämlich, das wissen Sie besser als ich, kleine Wunderpflanzen, die den Stickstoff aus der Luft fixieren können und sie brauchen keinen Mineraldünger. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier viel tun. Bayern ist da ja Vorreiter, wir im Norden müssen da was eigentlich lernen. Derzeit finden Gespräche zu einem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU statt. Hier geht es offiziell um den Abbau von Handelshemmnissen. Wenn man sich den Handel anguckt zwischen der EU und Amerika, dann floriert er eigentlich und da fragt man sich, was steckt denn dahinter? Der US-Botschafter hat bei einer Veranstaltung beim Deutschen Bundestag klare Worte gefunden. Die EU-Überregulierung drangsalieren Anbieter und Verbraucher. Und ich denke, um genau das geht es. Es geht um die Standards, die durchaus unterschiedlich sind zwischen den USA und Europa. Klar wird, dass im Lebensmittelbereich in den USA darf Klonfleisch angeboten werden, Wachstumshormone, Chlorhühnchen wären auch hier in Europa erlaubt, und zwar ohne, dass der Verbraucher es erkennt, weil die USA keine Kennzeichnung hat. Und im Gentechnikbereich wollen Sie auch unsere Kennzeichnungsregelungen, die es ja für pflanzliche Produkte gibt, die wollen Sie gerne kippen. Das ist den Amerikanern ein Dorn im Auge oder den amerikanischen Konzern viel eher. Aber Sie wollen natürlich auch das Zulassungssystem verschnellern und vereinfachen. Wir haben hier Hürden, die ich zu lasch finde, aber die Konzerne finden Sie zu doll und zu lange und daran wollen Sie arbeiten. Es gibt noch einiges mehr, dazu vielleicht später. Besonders kritisch finde ich, dass diese Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, noch nicht mal das EU-Parlament, aber auch nicht die deutschen
Parlamentarier haben Zugang zu den Unterlagen und allein aus demokratischen Gründen muss dieses Freihandelsabkommen gestoppt werden. Ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu tun und ich hoffe, dass Sie uns alle bei der gentechnikfreien Landwirtschaft und gegen dieses Freihandelsabkommen unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Annemarie. Ja, und jetzt kommen wir zu Professor Antonio Andreoli. Wir sind glücklich, dass du heute bei uns bist, um etwas von Brasilien zu erzählen. Und es ist ja so, Brasilien ist ja eigentlich weit weg, aber so weit ist es gar nicht, wie wir nachher hören werden. Also es gibt natürlich sehr viele Dinge, die uns verbindet, im Guten, aber wie auch im weniger Guten. Und um das Thema Gensoja wird sich heute eine ganze Menge drehen. Vielleicht ganz kurz noch zu dir, Antonio Andreoli. Professor Antonio Andreoli ist Vizerektor der Bundesuniversität der Frontera Sul in Brasilien und Mitglied in der brasilianischen Biosicherheitskommission für gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere. Also jemand, der vom Fach ist, der sich mit den Thema Gentechnik intensiv befasst, aber was auch ganz wichtig ist, nicht nur damit, sondern auch mit den Alternativen. Also wie kann eine Landwirtschaft auch ohne Gentechnik sehr gut funktionieren? Und da werden wir nachher von dir eine ganze Menge erfahren. Grüß Gott an alle. Es freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hoffe, verstanden zu werden und dass ich vielleicht weiter lerne, was es heißt, auf Deutsch und in Deutschland Bauer zu sein. Das ist für mich immer wichtig bei allen meinen Vorträgen, denn ich hatte die Gelegenheit, in Europa zu sein, eine Weile. 5 Jahre in Osnabrück, 2 Jahre in Linz, um die Situation in Europa zu betrachten und immer wieder auf Vergleiche zu kommen, was das mit unserer Situation in Brasilien zu tun hat. Ich bin dann immer auf dieselben Fragen gekommen und vielleicht habe ich immer noch nicht die Antwort. Also die erste Frage ist, warum sollte Europa das wiederholen, was in Brasilien nicht funktioniert? Das ist auch der Titel jetzt eines Artikels, das gerade veröffentlicht wurde in der Schweiz beim Landwirtschaftlichen Informationsdienst. Eine andere Frage, die mir immer gestellt wird, ist, oder die ich mir stelle, ist, warum sollte man Wirkstoffe, ich sage schon mal Giftstoffe, in einem Land zulassen, wenn es in einem anderen Land oder in anderen Ländern verboten ist? Was führt dazu, dass man für manche Länder es anders entscheidet? Eine dritte Frage ist, warum glauben immer noch so viele Menschen an einer Technik, die in der Theorie vielleicht logisch erscheint, aber nicht mit der Praxis übereinstimmt? Und die meisten Leute, die es tun, sind eigentlich die, von denen man es erwarten würde, sie schaffen Wissen. Also sie sind Wissenschaftler. Eine vierte Frage ist, was hat diese Technik angerichtet in der Landwirtschaft, also die Gentechnik, und inwieweit ist es möglich, eine bäuerliche Landwirtschaft zu haben, wenn Gentechnik flächendeckend zugelassen wird?
Und die fünfte Frage, die ich mir stelle, ist, warum nicht die Erfahrung von Bauern und die kritischen Studien, die schon lange belegen, dass Schädlingen und Unkräuter resistent geworden sind gegen bestimmten Genkonstrukten, die man in Pflanzen eingebaut hat, und trotzdem immer noch behauptet wird, sowas könnte ja gar nicht passieren, wenn es in der Tat schon da ist. Ich werde versuchen, diese Fragen auf meine Weise hier zu beantworten. Ich hoffe aber, dass viele danach mir auch es ermöglichen, dabei zu lernen. Ich sage das immer oft so, ein Wissenschaftler, wenn er will, kann ja kostenlos lernen. Das ist immer ganz toll, dass man es kann, wenn man es so will. Und ich habe sehr viel mit Bauern gelernt und besonders in Bayern. Ich glaube, es gibt kein Bundesland, wo ich so oft war und wo ich mich so zu Hause fühle, dass ich sogar ein weißes Bier trinke, ohne dass ich glaube, dass das irgendwie schlimm sein könnte, auch wenn dieses Video später bei YouTube erscheint und alle schauen danach. Die erste Frage, die ich hier gestellt habe, ist vernetzt mit den anderen. Also es hängt alles zusammen. Ich werde aber hier eher von einer Erfahrung berichten, die ich jetzt seit 2 Jahren in Brasilien habe. Und am Schluss werde ich dann auch noch mal etwas optimistischer sein als gewöhnt, weil wir gerade beim Bau einer neuen Universität dabei sind. Also es geht darum, ein Kompetenzzentrum zur Ausbildung von Agrarberatern aufzubauen. Der Michael und die Rose Reindl waren schon vor Ort und haben das sich auch schon mal angeschaut. Die Rose sogar 2-mal. Der Michael hat mir noch einen Spaten zugeschickt und da bedanke ich mich bei ihm, damit wir besser sehen können, was mit unserem Boden so los ist nach 10 Jahren Gentechnik. Wir haben jetzt im Oktober eine große Konferenz gehabt und da haben wir diese 10 Jahre Erfahrung mit Gentechnik in Brasilien diskutiert. Gleichzeitig wurden wir dabei von einer ganz neuen Situation überrascht. Brasilien hat die Notsituation ausgerufen wegen einer Raupe. Diese Raupe, anders als in den meisten Medien berichtet, ist nicht der Maiszünsler, sondern es ist die Baumwollkapseleule. Und die sieht ungefähr so aus. Diese Raupe ist in Brasilien jetzt in 15 Bundesländern zu sehen. Es war ursprünglich im Bundesland Bahia im März die Meldung. So das nächste Bild, wo auch dann die Zeitschrift AgroDBO zum ersten Mal davon berichtete. Und im Oktober hat dann die brasilianische Regierung eine Notsituation ausgerufen, weil nur im Bundesland Bahia hat diese Raupe einen Schaden angerichtet in Höhe von 800 Millionen Euro. Diese Raupe frisst nicht nur Mais und in dem Fall gentechnisch veränderten Mais, der angeblich sie bekämpfen sollte. Also das ist hier ein BT-Mais. Eine der 18 Sorten, die wir in Brasilien zugelassen haben in diesen 10 Jahren. Darunter Monat 110, NK603 oder auch diese Sorte, die jetzt hier erwähnt wird, also von Pioneer, die Sorte 1507, haben wir seit 2008 in Brasilien. Das ist jetzt die Situation, die wir bei uns haben. Und dann kommen Wissenschaftler, die vor kurzem immer wieder davon gesprochen haben, sowas würde ja nie passieren. Es gibt noch welche, die sagen, es wäre ja gar nicht so schlimm. Es gibt da andere, die sagen, wir werden das sowieso wieder in den Griff bekommen. Und dann gibt es andere, die sagen ganz einfach, es hätte hier etwas stattgefunden, was man
komischerweise als Biopiraterie bezeichnet. Also der Verdacht, dass hier Raupen eingeschleppt wurden aus Indien, und weil es die Gentechnik-Befürworter sind, die solche Theorien jetzt haben, finde ich das etwas ganz Neues, denn die Gentechnik-Befürworter sind nach dieser Meldung Verschwörungstheoretiker geworden. Also sie versuchen jetzt, eine Ursache zu finden, nicht die Ursache, sondern eine Ursache, ein Mensch, der daran schuld sein könnte, weswegen diese Technik jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist eine Theorie, die auch logisch klingt, denn es gibt da hier noch einen Stoff, den man aber dann importieren muss, um diese Raupe zu bekämpfen. Dieser Insektengift ist als Emamectin-Benzoat bekannt. Emamectin-Benzoat ist in Brasilien verboten. Es ist ein Insektizid, das auf das Nervensystem wirkt. Und von daher sind große Beschädigungen bei menschlichem Nervensystem zu beobachten. So ist es bei uns verboten. In der Notsituation hat man es aber dann importiert. Und es gibt eine Firma, die da dieses Produkt weltweit anbieten kann. Und diese Firma heißt Syngenta. Ich weiß nicht, ob diese Insektengift oder diese Nervengift hier in Europa für die meisten bekannt ist. Ich bin erstaunt auf die Meldung gekommen, dass am 29. August 2013 durch die Durchführungsverordnung Nummer 828 Emamectin-Benzoat in Europa zugelassen wird, also genehmigt wird, ab dem 1. Mai 2014 mit der Befristung bis zum 30. April 2024. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, denn das ist ja die Frage gestellt worden am Anfang, warum sollte man jetzt Produkte zulassen in anderen Ländern, wenn sie in Brasilien verboten sind. Ich habe da keine Studie, die diese Vergleiche so darstellen könnte, um zur Schlussfolgerung zu kommen, dass es in Europa anders funktionieren würde, wenn man diesen Giftstoff hier einsetzt als in Brasilien, wo es gute Gründe gibt, um ihn zu verbieten, aber auch gute Gründe gibt dafür, dass die brasilianische Regierung nicht die Verantwortung übernimmt für die Auswirkung des Einsatzes dieses Giftstoffes, das in der Notsituation importiert wird. Also es wird vielleicht wieder beim Bauer bleiben, der es einsetzt, die Verantwortung zu übernehmen für die Auswirkungen. Das kennen wir auch schon bei anderen Situationen. Das heißt, andersrum formuliert, dass wir hier mit einem Einsatz von Insektiziden zu tun haben, in einer Situation, in der viele Menschen glaubten, durch den BT-Mais würde man gar keine Insektiziden mehr brauchen. Nicht nur, dass wir allen Insektiziden, die vor Ort sind, hier jetzt versucht haben einzusetzen, um diese Raupe zu bekämpfen, denn es wirkt nicht mehr, so gibt es nur noch Stoffe, die längst vom Markt weg sein sollten, weil sie verboten sind. Es ist also anders formuliert, vielleicht doch eine Chance, wie es so oft gesehen wird. Verbotene Wirkstoffe, die längst verboten sind, wieder auf den Markt zu bringen. Und dann ist es wieder logisch, dass Chemiekonzerne, Pharmakonzerne in Gentechnik investieren. Man wusste ja auch nicht, warum Syngenta
im Jahr 2002 schon in Deutschland ausnahmsweise zugelassen durch das Roland-Koch-Institut eine Sorte von BT-Mais 176 damals zugelassen hat, experimentiert hat und diese Sorte jetzt nicht mehr da ist. Später ist Syngenta weg vom Geschäft des Saatgutes und hat sich auf die Giftproduktion spezialisiert. Was jetzt die Medikamente betrifft, weiß ich nicht, ob Syngenta auch eine Lösung hat, wenn das Nervensystem dann Probleme bekommt durch den Einsatz des Imamidin-Benzoates. Es ist aber auch schon in Italien zugelassen, also es wird auch in Südtirol benutzt bei den Apfelbäumen. Der Apfelwickler wird dadurch bekämpft. Also es wird in Europa unter der Marke oder dem Namen Affirm zum Beispiel verkauft. Affirm oder Revive, es sind zwei Marken. Und es erscheint als Neuigkeit auf der Homepage von Syngenta. Man kann es da auch erfahren. Man kann da auch eine PowerPoint-Präsentation herunterladen. Und da sieht man auch deutlich, dass dieser Stoff gegen den Maiszünsler eingesetzt werden könnte. Haben wir ja bei uns nicht. Also logisch würde ja diese Theorie meiner Kollegen in der Biosicherheitskommission vielleicht erscheinen. Es ist aber nicht meine Theorie, dass jetzt einfach Insekten da herumgeschleppt werden und dass man dadurch jetzt diese Notsituation in Brasilien hat. Die zweite Theorie, um das zu erklären, kommt vom brasilianischen Ministerium für Landwirtschaft. Die versuchen, es zu begründen, warum wir in der Notsituation sind und sagen dann, dass die Technik des BT-Maises eine Ursache sein kann. Nämlich, wir hätten hier noch einen Nützling, also einen Fressfeind, der in der Lage wäre, diese Baumrohrkapseleule zu bekämpfen. Und dieser Insekt heißt Heerwurm. Heerwurm für die Spezialisten Spodoptera frugiperda, wurde aber vernichtet durch den Einsatz von BT-Mais. Also wir hätten jetzt eine Chance gehabt, hätten wir nicht diese Raupe vernichtet, die wir gerade bevor als Schädling betrachtet haben. Und wir könnten vielleicht jetzt einen Rückzugsraum einrichten, damit wir weiter diese Heerwürmer zum Leben bringen oder zum Reproduzieren bringen. Gleichzeitig wird auch davon gesprochen, dass die Bauern vor Ort ja zu viel Monokultur betreiben, also keine Fruchtfolge machen und noch dabei kein Resistenzmanagement gemacht haben oder sich nicht davor interessierten, denn gleichzeitig hat man fast nur Mais angebaut und man hat auch noch nicht dafür gesorgt, dass die Resistenzen vielleicht geringer wären, wenn man bei diesem Rückzugsraum es geschafft hätte, einen Teil des Maises gentechnisch freizulassen, denn dann die Raupen sich kreuzen würden mit den anderen, dann hätte man die Wahrscheinlichkeit zur Resistenz wenigstens verhindern können, in dem Maße oder vielleicht sogar etwas verspätern können, was jetzt heute da stattfindet. Es bringt alle zum Nachdenken hier, um zu verstehen, vielleicht, warum überhaupt ein Insekt zum Schädling wird. Und das war die Frage, die ja eigentlich in der Gentechnik-Debatte nie gestellt wurde. Es wird eher eine andere Frage gestellt, nämlich wie man Alternativen hätte, um Insekten zu töten oder zu auszurotten oder zu vernichten. Denn es wird hier immer noch davon gesprochen, dass BT-Mais nur gezielt von bestimmten Insekten, also noch nicht mal von Insekten, von bestimmten, gezielt von bestimmten Lepidoptera, also von bestimmten Raupen,
es wird immer noch dieses Argument publiziert. Es ist vielleicht hier ganz wichtig zu sagen, wir haben mit einer Reihe von Raupen zu tun, die in vielen Ländern durch den Einsatz von BT-Pflanzen bekämpft werden. Und in jedem Land erzählt man immer wieder dasselbe, dass es nur für die Raupe bestimmt sei, die vor Ort ist. Also in Deutschland wird davon gesprochen, es sei hier gezielt gegen den Maiszünsler. Also bei uns gibt es den Maiszünsler nicht, so muss er ja auch gegen andere Raupen wirken. In anderen Ländern gibt es andere Raupen. Wir benutzen auch jetzt die BT-Technologie bei Soja, also eine ganz andere Raupe, ein Tucarus agimentalis, das soll da auch wirken. Also das Argument, dass BT-Toxine nur für bestimmte Insekten wirken würden, ist dann auch überholt worden. Aber vielleicht ist da noch etwas anderes dran, was wir doch etwas kritischer betrachten sollten, nämlich die Fähigkeit, die Insekten haben, sich an bestimmte Giftstoffe anzupassen, eine Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, was eigentlich nichts anderes ist als die Erkenntnis, dass die Natur hier reagiert. Gegen einen Eingriff in die Natur, der nicht nachhaltig sein kann. Also zu hoffen, dass man mit einer gleichmäßigen Form der Produktion, also der Monokultur, nicht zu einer höheren Anfälligkeit von Schädlingen kommen würde, ist nach mehreren Jahrzehnten der Leistung in den Naturwissenschaften schon klar. Dass man das aber nicht anerkennt, heißt dann auch, dass diese Art von Technik, die auf Wissen basiert, also die Gentechnik, eine veraltete Technik ist oder wenigstens auf veraltete Meinungen und Positionen basiert, die noch nicht mal erkennen, was in der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten schon zu erkennen ist. Dasselbe Problem haben wir ja auch bei den herbizidresistenten Pflanzen. Und dann haben wir dasselbe, also dieselbe Situation. Es handelt sich da um Unkräuter, die resistent werden gegen Glyphosat. Und hier habe ich das Beispiel, das immer noch in Brasilien das größte Beispiel derzeit ist. Das ist das kanadische Berufskraut, das resistent ist gegen Glyphosat. Und angeblich sollte ja Glyphosat alle Pflanzen, die als Unkraut bezeichnet werden, beschädigen, vielleicht sogar vernichten. Und hier hat man so ein tolles Beispiel, wie Bonisa canadensis, also das kanadische Berufskraut, über die Soja herauswächst und es nicht mehr nutzt, Glyphosat auf sich zu bringen. Andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Pomoia sp, das ist eine Art von Wicke, hatten wir auch schon in Brasilien seit langem beobachtet, dass sie resistent sind gegen Glyphosat. Also es nutzt nichts mehr, nur Glyphosat einzusetzen. Jetzt kommt die nächste Generation an gentechnisch veränderten Pflanzen. Es ist aber nicht die Generation, die erwartet wurde von den Verbrauchern, die dachten, jetzt kommen mal vielleicht Pflanzen, die bessere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel mehr Eiweiß oder weniger Schadstoffe, sogar allergenische Elemente. Nicht das kommt, es kommt auch nicht das, was viele Bauern sich vielleicht wünschen, also Sorten, die resistenter wären gegen salzigen Boden oder gegen Trockenheiten oder angepasster an klimatischen Bedingungen, sondern es kommt jetzt eine Kombination von Resistenzen gegen Pestiziden. Die nächste Kombination wurde hier schon erwähnt, das ist eine Pflanze, die resistent ist gegen Glufosinat. Und beim Glufosinat haben wir dann auch dieses Beispiel, denn dass es sich um einen Wirkstoff handelt, der sehr umstritten ist, sodass es auch im Jahr 2017 abläuft bei der Genehmigung. Es kann ja sein, dass man dadurch es verlängern muss, wenn man zum Einsatz diese herbizidresistente Sorte kommt.
die es bereits schon gibt bei der Sorte 1507 zum Beispiel. Und jetzt kommt noch eine neue Variante dazu, die ganz besonders wichtig ist. Das ist die sogenannte Orange Soja oder der sogenannte Orange Mais. Warum wir ihn so bezeichnen, hat mit Agent Orange zu tun. Also 2,4-D, auf Deutsch Diclofenoxyessigsäure, ein Zusatzstoff vom Entlaubungsmittel Agent Orange. Also es wird eine Pflanze aufgebaut, die resistent ist gegen Glyphosat, gegen Glufosinat und gegen 2,4-D. Diese Sorte ist von Down Agro Science entwickelt worden und steht in Brasilien vor der Zulassung. Also wir haben dann mit einer Pflanze zu tun, die dreimal resistent ist, also gegen drei verschiedenen Herbiziden, die dann auch eine Kombination darstellen, also ein Totalherbizid, zusammen mit zwei anderen bekannten, etwas selektiveren Herbiziden. Und das Schlimme bei Agent Orange ist dann auch, dass es ein bekannter Stoff ist, genauso wie Glufosinat, schon längst bekannt ist für viele Probleme in der Gesundheit, aber auch auf die Umwelt. Und es kommt dann vielleicht wieder zur Zwangssituation oder fast so wie ein Sachzwang. Nachdem man es zugelassen hat, was soll's, jetzt muss man dann auch die Giftstoffe zulassen, sonst würde ja diese Zulassung gar nichts bringen. Das ist so die vereinfachte Erklärung. Es gibt nur eine etwas schwierigere, denn die wird anders formuliert von den Kommissionen, die zuständig sind für die Zulassung. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung in dieser Kommission berichten, die in Brasilien zuständig ist für die Zulassung. Denn wir haben da mit Sorten zu tun, die zunächst so isoliert betrachtet werden, dass man glaubt, dass wenn man schon Sorten hatte, die resistent waren gegen Glufosinat, und jetzt, wenn man eine neue Sorte entwickelt, die resistent ist sowohl gegen Glufosinat und Glyphosat, man das ja schon alles kennt, so braucht man nicht neue Studien haben, als ob es keine Kombination gäbe, also diese beiden zusammen, das ist ja ein Standardwissen in der Chemie, also das ignoriert man. Und zweitens, man soll ja gar nicht untersuchen, was wären dann die Effekte der Rückstände von diesen Produkten, denn man hätte ja nur die Zuständigkeit, Pflanzen zuzulassen, und über Herbiziden wären ja andere zuständig zu entscheiden. Das heißt aber, immer wenn es zugelassen wird, setzt man dann diese Zulassung so in die Welt, als ob es so wissenschaftlich gewesen wäre, dass es schon abgesichert ist. Und von daher können die anderen Kommissionen ja gar nichts mehr tun, denn es ist ja schon vorher zugelassen worden. Also warum sollte man jetzt die Giftstoffe nicht mehr zulassen oder sogar die Rückstandsgrenze erhöhen, die auch zu erwarten sind? Und das ist vielleicht auch ein tolles Beispiel. Denn nach der Zulassung von gentechnisch verändertem Soja hatten wir das schon bei Glyphosat gesehen. Damals war im Jahr 2004 eine Rückstandsgrenze von 0,2 Milligramm pro Kilo Glyphosat zugelassen. Wie man zu solchen Grenzen kommt, ist dann auch wiederum schwierig zu erklären. Es hat vielleicht damit zu tun, dass man immer glaubt, dass beim Gift es nur ein Problem der Dosis sei. Also wenn es wenig ist, glaubt man, es sei nicht giftig. Auch wenn es jetzt die ganze Zeit gespritzt wird und akkumulieren kann. Aber zunächst geht es schon mal darum, die Menge der Rückstandsgrenze also zu erhöhen, weil es auch zu erwarten ist. Und dann hat man es in Brasilien auf 10 Milligramm erhöht, von einem Tag zum anderen. Also das ist 50 Mal. Welche Gründe es dann gibt, um plötzlich es zu akzeptieren, dass es 50 Mal mehr akzeptiert werden kann, ist dann viel schwieriger zu erklären. Und dass die Europäische Kommission es dann nochmal doppelt so viel erlaubt hier, also 20 Milligramm pro Kilo, ist dann nochmal schwieriger zu verstehen. Denn diese Soja, wenn sie von Brasilien nach Europa exportiert wird, enthält Rückstände.
Und deswegen hat man die Rückstandsgrenze schon mal bei uns erhöht, damit man dort keine Probleme hat. Und hier hat man es dann auch mal sichergestellt, dass es doppelt so hoch ist. Und das heißt, wenn es unter dieser Rückstandsgrenze liegt, sei es ja kein Problem. Das ist die Auseinandersetzung bei Glyphosat, die kennen wir ganz gut. Wir wissen inzwischen, dass es noch nicht mal bei 20 Milligramm pro Kilo genug ist, bei dieser Rückstandsgrenze. Wir kommen in Brasilien schon auf Proben, die 36 Milligramm pro Kilo vorzeigen. In Argentinien ist es vielleicht sogar mehr, aber ich kann hier jetzt nicht von Argentinien berichten. Das ist die Situation, man kann ganz deutlich hier erkennen, es geht nicht um die Reduzierung von Pestiziden, sondern eher andersrum formuliert. Das war auch, als vor ein paar Wochen eine deutsche Delegation in Brasilien war, bei der deutschen Botschaft in Brasilien eine Überraschung für die meisten, dass anders als erwartet in Brasilien nach 10 Jahren Gentechnik der Pestizideinsatz gestiegen ist. So haben sich viele überrascht, denn die erwarten ja was ganz anderes. Nämlich das, was die Chefs von Agrarchemiekonzernen immer wieder berichten, dass sie sich freuen würden, kein Gift mehr verkaufen zu müssen. Ist vielleicht auch nicht so logisch, das zu verstehen. Ich sage immer, dass aus betriebswirtschaftlichen Gründen solche Geschäftsführer eigentlich gekündigt werden müssten. Es kann doch nicht sein, dass das Hauptgeschäft Gift verkaufen ist und die sagen, dass sie sich freuen, dass sie nicht mehr verkaufen müssen und gleichzeitig so viel da investiert haben, damit man auch viel mehr Gift vorhanden hat und dafür sorgen, dass man es auch zulässt, dass Stoffe wieder zugelassen werden, die vorher verboten waren. Also, es wird aber immer noch daran geglaubt, dass man durch die Gentechnik von den Agrarkonzernen entwickelt eine Chance hätte, dass man dadurch jetzt keine Pestiziden mehr braucht. Das ist eine Theorie, die schwer ist zu erklären, wie ein Mensch sowas glaubt. Also, ich habe es auch schwierig. Also ich habe die ganze Zeit versucht zu verstehen, wie man so einer Theorie glauben kann. Und noch schlimmer, wie man dann, auch wenn man jetzt die ganzen Berichte sieht, es feststellt, dann immer noch zu einer Schlussfolgerung kommen kann, nämlich, das war dann die Botschaft, der deutsche Botschaft in Brasilien, es sei eine Chance für die deutsche Chemieindustrie in Brasilien weiter zu investieren. Das halte ich für skandalös, denn inzwischen werden wir auch mit Glyphosinat, also Glyphosinatrückstände zu tun haben, die hier in Leverkusen oder in Wuppertal hergestellt werden, in Brasilien auf die Pflanzen gespritzt werden und dann wiederum hier gefüttert werden als Futtermittel durch diese schöne Gesetzlücke und dann wird es auch hier bei den Menschen vor Ort wirken und nicht nur 12.000 Kilometer weg. Und vielleicht wird es nochmal auf Hähnchen wirken, die dann hier gezüchtet werden und die Reste dann nach Afrika geschickt werden. Und dort richtet es nochmal einen Schaden aus, nicht nur, dass dort die ganze Produktion von Hähnchen zerstört wird, sondern dass diese Stückstände ja auch noch in den Innereien und Teilen der Hähnchen drin sind, die man hier nicht essen kann. Also so einfach ist das nicht hier so gesehen, es ist ein globales Problem. Man könnte sogar sagen, es gibt keinen, der nicht davon betroffen ist. Denn auch Wissenschaftler müssen ja noch essen. Auch die Geschäftsführer der Konzerne müssen auch essen. Und die haben zunehmend damit zu tun, dass es ernährungsbedingte Krankheiten gibt, die alle betreffen, nicht nur die Armen oder die Leute, die weit weg wohnen von uns. Seralini ist ein berühmter Wissenschaftler aus Frankreich, hat dann jetzt vor kurzem eine erste Langzeitstudie entwickelt und ist zum Ergebnis gekommen, dass es vielleicht mit Glyphosat zu tun hat oder auch mit BT-Toxinen oder auch durch die Veränderung im Erbgut selbst, dass Ratten, die gefüttert werden von BT-Mais, oder von Mais, die
Rückstände von Glyphosat hat Tumoren entwickelt. Das Neue an dieser Studie ist, dass sie eine Langzeitstudie ist, also 2 Jahre lang hat man Ratten gefüttert. Bisher hat man das noch nicht gehabt, auch nicht bei der TU München hat man so lange die Kühe gefüttert damals. Seralini sagte, dass erst dass ab dem 4. Monat solche Effekte zu sehen sind. Und er hat dann auch etwas ganz Neues gezeigt, nämlich, dass es nicht nur mit Rückständen von Glyphosat zu tun hat, das kennen wir ja schon. Und das war dann die Schlussfolgerung der meisten bis dahin kritischen gebliebenen Wissenschaftler oder unabhängige Forscher, dass der indirekte Effekt, nämlich der Rückstände von Pestiziden, das größte Problem sei bei der Gentechnik. Hier sehen wir, dass auch der Gift, der selbst in der Pflanze produziert wird, auch schädlich sein kann. Nämlich, dass ein Toxin auch ein Gift ist. Was ja immer noch bestritten ist von manchen. Es ist ja schon bestritten, ob überhaupt ein Giftstoff ein Gift ist. So, von daher gibt es ganz viele Überlegungen. Und vielleicht noch wichtiger war die Reaktion auf diese Studie. So lange hat man gewartet, bis es mal endlich eine Langzeitstudie gegeben hat. Und dann gab es ja schon immer Hypothesen, wie würden jetzt die Gentechnik-Befürworter reagieren, wenn es eine Langzeitstudie gibt. Naja, es hat auch schon Langzeitstudien gegeben, die waren aber nicht öffentlich. Ich kann jetzt aus der Erfahrung der Biosicherheitskommission Brasiliens berichten, dass alle gescheiterten, also gesehen von den Augen der Agrarindustrie, alle gescheiterten Fütterungsstudien, das heißt, alle, die zu Problemen geführt haben, sind geheim gehalten worden. Man musste vor Gericht gehen, um zu wissen, was mit den Ratten passiert ist, die von Monsantos Fütterungsstudien gefüttert wurden und leider nicht in die Öffentlichkeit kommen konnten. Und das bleibt auch so. In Brasilien wird jetzt beschlossen, dass die Studien, auf die die Konzerne ein Industriegeheimnis verlangen, 10 Jahre geheim bleiben. Hier haben wir aber mit einer Studie zu tun, die nicht geheim war. Und noch wichtiger, die Bilder hier waren in allen Medien der Welt. Dann gab es auch eine Vermutung, vielleicht würden ja dann manche Wissenschaftler auf die Idee kommen, diese Fütterungsstudie zu wiederholen. Und andere waren dann ganz pessimistisch und dachten, naja, die werden so tun, als ob es diese Studie gar nicht gegeben hätte. Ist nicht genau so, ist etwas anders. Es wird behauptet, diese Studie sei nicht wissenschaftlich. Nochmal ein Phänomen dazu. Die Zeitschrift, eine berühmte Zeitschrift, hat es einmal, ich glaube, das gibt es gar nicht bei anderen Situationen, diesen Artikel zurückgezogen. Das geht ja gar nicht. Denn es ist ja wissenschaftliche Arbeit, die nach einer bestimmten Methode produziert wurde. Und man kann es nicht so einfach zurückziehen und sagen, hier geht es jetzt nicht. Sondern es hat hier stattgefunden. Es gibt da ganz bestimmte Gründe dafür. Ich werde sie hier nicht erwähnen, aber wichtig dabei ist, es wird Seralini vorgeworfen, er hätte hier die falsche Rattenrasse ausgewählt. Oder genommen zur Forschung, weil diese Ratten sowieso tendenziell zu Tumors führen können. Was ja auch eine Situation bei vielen Menschen und Tieren derzeit ja schon der Fall ist. Also wir sind tendenziell auch fähig, Tumore zu entwickeln. Nach diesen ganzen Katastrophen der Ernährungsversorgung, Lebensmittelversorgung weltweit. Aber abgesehen davon ist es eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, welche Rassen von Ratten man nimmt. Wichtig dabei ist aber festzustellen, dass Monsanto in Brasilien
als der Antrag auf Zulassung von dem Mais NK 603, genau dem Mais, da für die Kommission präsentiert wurde, hat Monsanto genau diese Rattenrasse genommen. Also zur Zulassung war es schon richtig, diese Ratte zu nehmen. Aber unabhängige Forschung sollte man nicht mit diesen Ratten entwickeln. Vielleicht ist das die Schlussfolgerung, die man hier aus diesem Beispiel lernen kann. Das zweite ist, man versucht hier nach wie vor es verhindern, dass es weiteren Studien gibt, sogar die Wiederholung dieser Studien. Man will sie nicht wiederholen. Das heißt, man will nur die Ergebnisse, die erwünscht sind. Und das steckt ja schon in der Theorie der Gentechnik drin. Man wünscht sich was und es steuert die Wissenschaftler, wenn die Natur sich nicht an das anpasst, so wie die Wissenschaftler sich gewünscht haben. Eine tolle Theorie ist das. Ich habe oft die Erfahrung als Hochschullehrer gehabt, als die Studierenden sagten, ja, das ist eine tolle Theorie, aber die stimmt nicht mit der Praxis überein. Ich wünsche mir auch eine andere Gesellschaft und hätte ganz gute Ideen dazu, die vielleicht gar nicht funktionieren. Es gibt solche Überlegungen in allen wissenschaftlichen Bereichen. Aber vielen dieser Theorien, wenn sie nicht mit der Praxis übereinstimmten, hat man ganz einfach überholt. Und ich war an der Universität Jena vor ein paar Tagen, also letzte Woche, dort habe ich was ganz Tolles gelernt von der deutschen klassischen Universitätsebene. Das Kriterium, um Wissenschaft zu messen, sei die Praxis. Das ist ja toll. Ob das jetzt aber praktiziert wird, da habe ich meinen Zweifel daran. Denn es kam gar keinen Professor zu meinem Vortrag an dieser Universität. Die wollten keine Erfahrung wahrnehmen. Und das ist auch weiter so bei den meisten Befürwortern der Gentechnik. Die tun so, als ob die Praxis gar nicht existiert. Die einzige Praxis, die existiert, ist die, die in ihren eigenen Labor stattfindet. In denen man es schafft, die Labor so zu isolieren von der ganzen Forschungsarbeit, dass man es vielleicht schafft, die Theorie gerade so bestätigen, wie es erwünscht ist. Also das war ja an der TU München. Ne? Man hat versucht, den Toxingehalt von BT-Mais so herunterzubringen, auf 600 Grad aufzuheizen zum Beispiel. Das macht doch jeder Bauer, oder? Bevor er es füttert. Also so realitätsfern zu halten, dass es möglich wird, eine Theorie zu bestätigen. Das heißt, man könnte vielleicht eine neue Form von Wissenschaft hier beschreiben, die darauf basiert, die Praxis zu verändern, bevor sie in der Lage ist, sie zu verstehen. Das wäre ja ganz andersrum als alles bisher in der Wissenschaft. Und das glaubt man tatsächlich, das zu können. Denn man ignoriert die Erkenntnis der Natur, die man schon in der Wissenschaft hat. Man schließt die Erfahrung der Bauern weltweit aus. Das sei alles kein Wissen. Und man schließt auch die wissenschaftlichen Ergebnisse aus, die nicht das bestimmen oder nicht das bestätigen, was die Hypothese der mit ganz vielen Geldern unterstützten Wissenschaftler in dem Bereich aufstellt. Das ist vielleicht das Gravierende daran, dass man hier nichts lernen will. Was ist die Lösung gegen die Baumwollkapseleule? Die Lösung heißt ein neues Gift. Ohne daraus gelernt zu haben, dass es wieder zu einer Resistenzbildung kommt, dann bei neuem Gift. Dann brauchen wir eine neue Sorte, die resistent ist gegen einen giftigeren Stoff als der vorherige. Also, wohin führt das Ganze? Und dasselbe haben wir jetzt
bei den Unkrautresistenten Sorten. Man setzt jetzt auf Agent Orange. Also man will einen Zusatzstoff von Agent Orange jetzt wieder einsetzen, was noch nicht mal in den USA möglich ist zuzulassen, einmalig in Brasilien. Und klar, die Bevölkerung hat da noch nichts erfahren. Denn es ist ja immer noch geheim. Es ist ja noch in der Kommission. Und deswegen bin ich auch in die Kommission gegangen. Nicht, dass man da was ändern kann, sondern dann hat man Zugang zu Informationen. Das ist die einzige Chance, Informationen zu haben in einem Bereich, der immer wieder behauptet, man würde da den größten Fortschritt der Wissenschaft haben. Ja, wie soll man da Fortschritt in der Wissenschaft haben, wenn alle Studien geheim bleiben und die wenigen Studien, die nicht geheim sind, als nicht wissenschaftlich betrachtet werden? Vielleicht noch schlimmer. Alle Zulassungen, die wir in Brasilien hatten, 18 Maissorten, 11 Baumwollsorten und 5 Sojasorten, die sind zugelassen worden, ausschließlich auf Studien der chemiekonzernbasierten Verfahren. Also, das sei Wissenschaft. Wenn Chemiekonzerne bestimmen, was geforscht wird, welche Fragen gestellt werden, welche Methode benutzt wird, welchen Autoren zitiert werden dürfen und welche Ergebnisse da, wenn sie erwünscht sind, als Bestätigung dann veröffentlicht werden, aber auch nur die Ergebnisse, die genau passen. Und weltweit glaubt die Öffentlichkeit, das sei Wissenschaft. Und die Medien leisten dann auch weltweit einen großen Beitrag, weil es immer wieder dazu kommt, dass die sogenannten Agrarberater, und in Brasilien nennen wir das als Giftverkäufer, nicht nur Redaktionschefs oder Chefs von großen Medienkonzernen, als auch Politikern in allen Ländern beraten, die von dem Thema wenig wissen. Also diese Macht, diese Art von Wissenschaft ist schon mal was ganz Neues, denn in keinem anderen Teil der Wissenschaft haben wir so eine Verstrickung zwischen Industrie, Politik, Medien und Wissenschaft. Und das führt dann zu einer herrschenden Meinung, die ich nur sagen kann, genauso ist wie die Antwort, die ich meinen Studenten immer mitteile, wenn sie mir fragen, wenn die Theorie toll ist und nicht mit der Praxis übereinstimmt, diese Theorie ist ganz einfach falsch. Es gibt keine Theorie, die richtig ist, wenn sie mit der Praxis nicht übereinstimmt. Die ist nicht ausreichend. Die ist vielleicht überholt. Oder man könnte auch sagen, die ist ganz einfach realitätsfern. Eine realitätsferne Theorie dominiert die Debatte der Ernährungswissenschaften oder der Agrarwissenschaften der letzten 2 Jahrzehnte weltweit. Man behauptet etwas, was gar nicht studiert wurde, nach Kriterien der Wissenschaft. Und wenn man es tut, dann hat man das, was Serralini hier erlebt, ein Widerstand gegen eine Studie, die nichts anderes ist, als eine Hypothese, die vielleicht zu Anregungen führen kann, wenn man an anderen Hypothesen geglaubt hat. Aber das sollte doch auch im Wissenschaftsbereich selbstverständlich sein, dass es im Wissenschaftsbereich immer kritisch sein muss und dass es besonders hier keine Sicherheit gibt. Das ist das unwissenschaftlichste Wort überhaupt, sicher zu sein. Und das ist immer wieder das Ergebnis einer Zulassung bei der Gentechnik. Der BT-Mais sei genauso sicher wie anderen Sorten von Mais. Ja, sicher. Was ist das sicher? Das kann ja nicht sicher sein. BT. Ja, wir werden auch vielleicht in diesem Kontext es wieder feststellen, dass es ein Wissensproblem ist und dass die Gesellschaft etwas zu sagen hat hier.
Ich habe sehr oft in meinen Vorträgen dafür plädiert, dass Wissenschaftler kein Recht auf Kontamination haben. Kontamination heißt, wenn man einfach auf der Umwelt herumspielt mit Experimenten, die Folgen haben können oder Risiken haben, jetzt schon Gefahren, nicht nur Risiken, denn man weiß ja schon vieles. Es ist nicht so, dass man nichts mehr weiß. Und dass die Bevölkerung entscheiden muss, wenn sie diesen Sorten in einer Region akzeptiert oder nicht. Denn die Wissenschaftler können am Ende immer noch sagen, sie haben nicht gut. Und man kann dann wieder sagen, der Bauer ist daran schuld, dass er zu viel Herbizid spritzt. Der Bauer ist daran schuld, weil er zu viel Mais anbaut. Der Bauer ist daran schuld, dass es so einen großen Pestizideinsatz gibt. Was vielleicht doch für die Konzerne gar nicht so schlimm ist. Was hier vielleicht auch nochmal wichtig ist, wirtschaftlich gesehen ist das eine Katastrophe. Denn den Pestizideinsatz, den wir in Brasilien in diesen 10 Jahren haben, anders als viele erwarteten, überraschend für die deutsche Botschaft in Brasilien, betrifft jetzt 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Wenn ich das alles aufteile auf die brasilianische Bevölkerung, was in einem Jahr offiziell in Brasilien an Pestiziden verkauft wird. Das ist mehr als Wein. 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das ist aber offiziell, es wird ja noch mehr geschmuggelt, das ist da nicht mehr. Was heißt das jetzt, wenn man diese Pestizide nochmal zahlen muss, wenn man sie einsetzt? Dann heißt es, nach der Erfahrung brasilianischen Bauern, die dann auch wiederum bestätigt werden von vielen Agrarberatern vor Ort, dass Bauern im Durchschnitt 60% ihrer Betriebskosten mit Agrargiften ausgeben. Das sei der Fortschritt in der Landwirtschaft. Und dass man auch noch beim Saatgut so eine Erhöhung am Preis feststellen kann, dass die erste Sorte, die 2004 in Brasilien zugelassen wurde, diese RR Roundup Ready Soja, einen Preis hatte und jetzt Intacta, die neue Sorte von Monsanto, 246% teurer ist. Also von wegen Ersparung oder Einsparung der Betriebskosten, es wird viel zu teuer, so in der Landwirtschaft zu produzieren. Und dann weiß man ja, da gibt es nur noch eine Chance, einen höheren Ertrag zu erwarten. Und diesen höheren Ertrag gibt es auch nicht. Das muss ich dann immer oft erklären, warum. Es wird ja erwartet, dass die gentechnisch veränderten Sorten ertragreicher wären als die konventionellen. Warum denn? Man erwartet es. Es gibt keinen Grund, um das zu bestätigen. Also es gibt keine Erfahrung in der Praxis. Zunächst hatten wir, ja? In welchem Zeitrahmen sind die 246? 10 Jahre. 2013 hatten wir die erste Zulassung. Wir sind jetzt Ende 2003. 2003 waren es bei der ersten Zulassung, die erste Sorte, die kam Anfang 2004. Und wir haben jetzt 10 Jahre Gentechnik, in 10 Jahren Gentechnik 246% mehr Preis beim Saatgut. Bei derselben Firma, bei der man geglaubt hat, die würde ja alles zugunsten des Bauerns. Es hat auch noch eine tolle Geschichte inzwischen gegeben. Monsanto musste ja vor Gericht, also ich musste ja zurückgeben, die Lizenzgebühren, die sie illegal abkassiert hat in diesen 10 Jahren. Sie verhandelt aber dann mit den Bauern vor Ort, dass sie diese Rechte aufgeben, damit sie ein Drittel des Preises sparen der neuen Sorte. So wird dann dort verhandelt. Was es dann heißt, Ertrag zu erwarten, es wird immer wieder davon gesprochen, dass es zu höheren Erträgen kommen könnte. Und das ist auch der Grund, weswegen man sich davon auch immer wieder seine Hoffnung macht, man könnte durch gentechnisch veränderte Pflanzen die Welt ernähren oder vielleicht eine zunehmende Bevölkerung ernähren.
Man hat nichts an diesen Pflanzen bisher geändert, um den Ertrag zu steigern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es dauert, bis man eine ertragreiche Sorte herbizidresistent macht und insektenresistent macht, bis sie auf den Markt kommt. Das heißt, dass jede herkömmliche Sorte schon immer einen Schritt voran ist. In Brasilien heißt das bei den Sojasorten 1% im Jahr. So müssen wir davon ausgehen, wenn eine Sorte, die herkömmliche Sorte von Soja, 1% pro Jahr mehr Ertrag hat bei der normalen Pflanzenzüchtung, dann haben wir in 5 Jahren 5% mehr Ertrag bei dieser Pflanze. Und das ist die mindeste Zeit, um eine selbe Sorte zuzulassen, die den Unterschied hat, dass sie herbizidresistent gemacht wurde oder insektenresistent gemacht wurde. Es handelt sich immer noch um dieselben Sorten, die herbizidresistent gemacht werden oder insektenresistent gemacht werden und die dann immer später auf den Markt kommen. Das heißt, die herkömmlichen Sorten sind sowieso immer ein Schritt vor. Abgesehen davon muss man ja auch noch sagen, es gibt da ganz gute Gründe, um zu verstehen, warum eine gentechnisch veränderte Pflanze weniger Ertrag ermöglicht. Bei der Soja haben wir einen Grund, das ist die Zerstörung der Fixierung von Stickstoff durch die Knöllchenbakterien, die an den Wurzeln der Pflanze sind. Diese weißen Knöllchen, die man bei Leguminosen, Hülsenfrüchte, als Rhizobien nennt, an der Wurzel der Pflanze. Und man hat es verhindert durch die sogenannte Herbiziden, nämlich Glyphosat, man hat es verhindert, dass diese Knöllchenbakterien sich normal entwickeln. Wenn man mehr als 1 Liter pro Hektar Glyphosat einsetzt, und wir haben derzeit einen durchschnittlichen Einsatz von 5 Liter. So haben wir weniger Fixierung von Stickstoff, so haben wir weniger Verfügung von Stickstoff in der Wachstumsperiode und wir haben da auch eine geringere Eiweißbildung. Also haben wir auch weniger Eiweiß bei dieser Soja zu erwarten. Genau das, was vielleicht gewünscht würde von einer solchen Sorte. Also wir haben eine schlechtere Sorte am Ende, die pestizidbelastet ist und mit weniger Eiweiß. Und die dann teurer ist zu produzieren. Also das ist das Ergebnis in der Praxis nach diesen 10 Jahren. Und es kommt noch was hinzu. Es kann nur zu Einsparungen bei Betriebskosten kommen in den ersten Jahren, wenn es noch keine Resistenzbildung gibt, sei es jetzt bei Unkräuter oder auch bei Insekten. Wir haben bei beiden Situationen die Resistenzen in Brasilien seit 10 Jahren, jetzt in diesen 10 Jahren erlebt. Es kann keiner mehr in Deutschland sagen, dass es das nicht gibt. Es gab schon solche Hinweise in der Vergangenheit, so etwas würde es ja gar nicht geben. Man müsste vielleicht jetzt die Frage stellen, ob so etwas auch in Deutschland passieren kann. Wenn man hier diesen Mais anbaut, dann gibt es welche, die vielleicht doch glauben, dass es hier anders wird. Aber es ist immer noch dieselbe Sorte und es sind immer noch Raupen. Und man kennt das Phänomen auch hier in Deutschland, glaube ich, gibt es auch resistenten Unkräutern und resistenten Insekten mit der Zeit. Weil die klimatischen Bedingungen anders sind. Was anderes ist ganz wichtig hier, man hat in einer Situation, in der sehr viel Unkraut da ist, im Vergleich zu einer anderen Situation, in der das Unkraut bekämpft wird, eine Assoziation mit dem Ertrag. Das heißt, auch wenn man da Gensoja anbaut im Vergleich zu herkömmlichen Soja und das Unkraut bei beiden Experimenten wächst und man versucht unterschiedlich das Unkraut zu bekämpfen, sodass man Glyphosat auf die Gensoja spritzt und anderen Gifte spritzt, die schon sowieso Resistenzen ausgebildet hatten im Laufe der Zeit, dann haben wir bei der Gensoja einen höheren Ertrag zu erwarten aufgrund der besseren Unkrautbekämpfung in den ersten Jahren. Und das ist die einzige Möglichkeit, um zu sagen, sie würde mehr pro Hektar produzieren. Wenn wir aber unter selben Bedingungen messen, dann haben wir es umgekehrt. Also wenn wir das ganze Unkraut raushacken würden, um zu sehen, welche Sorte unter selben Bedingungen am meisten pro Hektar produziert, dann haben wir genau das Phänomen, was Charles Benbrook in den USA seit 1996 berichtet, gentechnisch veränderte Pflanzen produzieren 5-10% weniger unter selben Bedingungen gemessen. Dasselbe auch beim BT-Mais.
Das heißt, nur in einem Fall des Schädlingsbefalls können wir davon ausgehen, dass es einen Unterschied gibt, der dann positiv ist für BT-Pflanzen. Also wenn es zu einem Schädlingsbefall eines Maiszünslers kommt, sage ich mal, in dieser Situation ist es in den ersten Jahren möglich, im Vergleich zu anderen Sorten, die kein Gift in jeder Zelle produzieren, gegen diese Raupe, dann hätten wir da in dem Vergleich eine Chance, Erträge, Höhererträge zu erwarten. Aber wenn es nicht zum Schädlingbefall kommt oder wenn es resistenten Schädlinge gibt wie bei uns, dann gibt es da hier keinen höheren Ertrag, der zu erwarten wäre. Das ist dann auch ganz wichtig. Also jetzt zur Schlussfolgerung dieser ganzen Geschichte. Ich weiß, dass vieles von dem, was ich hier sage, schon von vielen vermutet wurde, dass viele sich schon auskennen im Bereich der Wissenschaft und besonders Bauern Erfahrungen haben, die zeigen, dass es hier nicht so neu ist, was hier passiert. Das Neue ist vielleicht, dass man jetzt eine große Schwierigkeit hat, zurückzukommen, also wieder aus dem Ganzen rauszukommen. Und das geht dann für die südbrasilianischen Bauern nicht so einfach. Wir haben da wenige Sorten vor Ort, die noch gentechnikfrei sind. Das hat dann auch mit der Agrarstruktur zu tun, denn die meisten Genossenschaften bei uns vor Ort sind Partnerorganisationen der Chemiekonzerne. Und sie bekommen einen Teil der Lizenzgebühren, 5-15%. Monsanto und die anderen alle, die kommen fast gar nicht mehr vor. Das machen die Genossenschafter der Kleinbauern schon selbst. Dann fragt man sich tatsächlich, auf welcher Seite sie sind. Denn der Umsatz von Chemikalien kann ja immer noch ein wichtiges Argument sein. So ähnlich wie die Chancen der Chemieindustrie in Deutschland, vielleicht für manche Politiker. Aber andersrum führt das zu einer riesigen Abhängigkeit, sodass man gar nicht mehr weiß, jetzt, wie man da eine andere Lösung entwickeln kann. In anderen Bundesländern, wo diese Verseuchung noch nicht stattgefunden hat, wie zum Beispiel im Bundesstaat Mato Grosso, gibt es noch eine Chance, denn dort hatten wir noch nicht diese Sorten. Und die Großbauern und mittelständige Bauern haben mal abgewartet nach 10 Jahren, in denen die Kleinbauern im Süden diese Risiken getragen haben. Die versuchen jetzt Gentechnik frei zu produzieren und haben es geschafft, in diesem Jahr von den 81 Millionen Tonnen Soja, die Brasilien produziert, 16 Millionen Tonnen gentechnisch frei anbieten zu können. Das ist die aktuelle Lage des gentechnisch freien Soja, der gentechnisch freie Sojaproduktion Brasiliens. Für alle die, die sich vielleicht in der Vergangenheit immer dachten, die Kleinbauern aus dem Süden produzieren gentechnisch frei, und die Großbauern produzieren gentechnisch verändert. Es war ja für die Großbauern gedacht, diese Technik. Es war immer schwierig zu verstehen, warum die Kleinbauern damit begonnen haben an der Grenze zu Argentinien mit dem Schmuggel damals. Aber andersrum ist es vielleicht ganz einfach zu verstehen, warum Großbauern oder mittelständige Bauern nach 10 Jahren Erfahrung ganz einfach entscheiden, dass gentechnisch frei rentabler ist. Also mehr Ertrag, weniger Kosten, mehr Preis auf dem Markt. Die Rechnung ist ganz logisch. Und dass es auch zu einer zunehmenden Produktion kommen kann, ist dann auch selbstverständlich, wenn die Preise auf dem Markt das dann auch ermöglichen und dann zahlen viele jetzt einen teuren Preis dafür. Das hat auch mit der Struktur zu tun, wie man diese Soja trennt, wie man sie verlagert, wie man sie verschifft. Denn man hatte vor ein paar Jahren noch einen eigenen Hafen in Paranaguá, wo eine Landesregierung war, in Paraná, wo man getrennt exportieren konnte. Diese Landesregierung gibt es nicht mehr und der Hafen ist auch nicht mehr so eingerichtet wie bevor. So hat man zusätzliche Kosten, das spielt auch eine Rolle. Aber letztendlich spielt etwas anderes eine Rolle, das ist die Nachfrage. Denn es gibt immer mehr Menschen, die diese Futtermittel nicht wollen, obwohl sie ja gar nicht wissen, meistens, dass sie sie schon im auf dem Tisch haben, wenn sie Fleisch essen, wenn sie Milch haben, sie Milch trinken, wenn sie Eier essen. Denn es gibt ja immer noch diese schöne Lücke
im Gesetz in der Europäischen Union, dass Tierprodukte nicht gekennzeichnet werden. So hatte ich vorgestern die Chance, mal in einem Interview bei Lübeck meinen Weihnachtswunsch schnell auszudrücken. Das wurde mir sofort gefragt und dann wusste ich gar nicht, was ich da sagen soll. Das war live, was ich mir von Brüssel wünsche. Da sagte ich mir, dass man diese Gesetzlücke doch stoppen soll. Aber das ist auch ganz einfach. Das ist vielleicht viel einfacher, als das Handelsabkommen zu verhindern. Aber noch nicht mal das hat man jetzt sicher, vielleicht nur beim Fleisch. Ich weiß noch nicht, wie es kommen wird. Aber auf jeden Fall ist es schon mal skandalös, dass man hier Soja aus Brasilien importiert, die weniger Eiweiß haben, die mehr kosten. Also wenn man die Umweltkosten mit sozialen Kosten noch dazu rechnen würde, wäre das Ganze viel teurer. Und man könnte ja auch sagen, die sind pestizidbelastet. Ich weiß nicht, ob die Menschen hier sich Gedanken machen, wenn es bei Ratten zu Tumoren kommt, könnte es vielleicht bei Kühen, bei Schweinen, bei Hühnern auch der Fall sein. Und dann würden wir Tumoren essen. Oder wir werden vielleicht auch noch das ernst nehmen, was Andrés Carrasco in Argentinien berichtet, was die Auswirkungen von Glyphosat im Magen und im Darm sind, nämlich dass die Flora des Magens oder des Darms durch Glyphosat zerstört werden kann, sodass Tieren und Menschen einfach essen, aber nicht mehr verdauen und dass das auch im Boden stattfindet. Also der Boden verdaut auch fast nichts mehr, weil da gibt es kein Leben mehr und man zerstört die Mikroorganismen, die eigentlich die einzige Chance sind, um wieder etwas zu entgiften oder zum Gleichgewicht zu kommen. Also die Katastrophe wird ja immer größer und ich sage mir, dass ich etwas optimistisch wäre heute. Wir haben in Brasilien derzeit aus den Widersprüchen gelernt, sodass wir derzeit vielleicht mit der fortschrittlichsten Entwicklung unserer Zeit zu tun haben. So optimistisch läuft das, dass trotz Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, die nach wie vor auf Agrarexporten basiert und dadurch manche Sozialprogramme finanziert, gleichzeitig die bäuerliche Landwirtschaft so unterstützt wird, wie noch niemals vorhergesehen. Gleichzeitig könnte man sagen, wir haben mit der größten Landflucht aller Zeit zu tun, was dann wieder sprüchlich ist mit dem, was ich gerade sagte. Das heißt aber auch, wenn wir diese Forderung nicht hätten, wäre es ja viel schlimmer. Aber was wir da als Fortschritt präsentieren können, ist zunächst, dass wir aufgrund der Förderung der Landlosenbewegung, MSB, die auch in einer großen Bauernbewegung Via Campesina weltweit bekannt ist, zusammen mit der FETRAFSUL, das ist die Föderation oder die Vereinigung der brasilianischen Kleinbauern, diese Rechtsrepräsentation kommt schon. Da ist eine Entwicklung zu sehen, dass eine Regierung zum ersten Mal darauf reagierte, das war die Regierung von Lula, der erste brasilianische Präsident ohne Hochschulausbildung. Und wir haben uns entschieden, eine ganze Universität aufzubauen, die sich um nachhaltige Landwirtschaft bemüht. Also ich hatte ja mal in Deutschland, als ich hier studierte, bei vielen Vorträgen gesehen, dass die Menschen sich es wünschen würden, dass an jeder Universität in Deutschland ein Institut unabhängig forschen würde. Ich weiß nicht, ob diese Hoffnung oder diese Erwartung sich erfüllt hat. Ich habe es aber dann 2009 erlebt, als ich in Linz war, dass die brasilianische Regierung es vorhatte, eine ganze Universität aufzubauen, die unabhängig forschen soll. Und in der Region, aus der ich komme, also die drei Bundesländer des Südens, Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul, da gab es noch nie eine Universität, eine nationale Universität auf der westlichen Seite. Alle Universitäten sind immer auf der östlichen Seite, wo auch Strand ist und die meisten Hauptstädte. Auf der anderen Seite ist die Region der Kleinbauern an der Grenze zu Argentinien. Da sind die meisten großen Bewegungen der Kleinbauern auch entstanden.
Und da gibt es jetzt 6 Kanti. Nördlich bis südlich haben wir da eine Entfernung von 10 Stunden Autofahrt. Das heißt, der nördlichste Campus, Laranjeiras do Sul, ist so etwas wie Hamburg. Der südlichste da unten, Passo Fundo, ist so etwas wie München. Und dann haben wir noch anderen Gebieten da, wie Cerro Largo vielleicht, Stuttgart. Da haben wir da oben nochmal Erechim, Nürnberg. Und mal nach oben vielleicht, da ist Kassel. Und dann Realeza, das ist vielleicht Bremen. Naja, so wäre das Bild, wenn man es auf der Bundesrepublik Deutschland hätte. So groß ist das Gebiet. Da haben wir 8000 Studierende, die im letzten Jahr die Ehre hatten, den Michael als Professor vor Ort zu haben. Ich habe das mal ihm in Cham gesagt, als er mich gefragt hat, ob ich vielleicht in Brasilien einen Professor hätte, der ihm dabei helfen könnte, eine Lösung zu finden für ein Problem im Bioanbau. Dann sagte ich ihm, nein, du musst zu uns kommen, du musst uns mal zeigen, was man da tun kann im Biobereich als Biobauer. Und da ist er tatsächlich zu uns gekommen und da hatten wir einen Vortrag von ihm für die Agrarwissenschaftler, die bei uns völlig auf Agrarökologie basiert sind. Also die Agrarökologie ist für uns der Schwerpunkt in der Landwirtschaft. Wir sagen auch, das ist das Fortschrittlichste, was es geben kann auf dem Bereich der Agrarwissenschaften. Und wir haben jetzt nochmal einen Campus aufgebaut, das weiß der Michael vielleicht noch nicht. Das ist der Campus Passo Fundo, das ist der erste Studiengang Medizin und ist in dem neuen Programm Mehr Ärzte für Brasilien das erste Beispiel, in dem ein neues Modell von Ärzteausbildung stattfindet. Und wir haben hier mit dem zu tun, dass wir hoffen, hier eine andere Form von Agrarberater auszubilden. Agrarberater, die mindestens aus der Praxis lernen. Zweitens versuchen, diese Praxis zu verstehen, also die Natur zu verstehen, anstatt dass sie versuchen, die Natur an ihre Theorie anzupassen. Drittens, man versucht, fachübergreifend vorzugehen. Wir wollen auch keine agrarökologischen Fachidioten produzieren. Also man muss hier schon wirtschaftlichen Dimensionen mit agrarwissenschaftlichen Problemen und sozioökonomische Verbindungen herstellen können. Und das ist jetzt derzeit ganz günstig für Brasilien, weil Brasilien derzeit von der Regierung die Produktion der Kleinbauern aufkauft. Was heißt das? Wir haben seit 2002 ein tolles Programm eingeführt, das heißt das Programm Null Hunger. Und das Programm Null Hunger ist in der Lage, 23 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Vielleicht ist Brasilien das einzige Beispiel auf der Welt, wo die hungernden Menschen zurückgegangen sind. Also es gibt weniger hungernde Menschen als bevor. Nicht umsonst ist dann auch José Graziano da Silva, der Vorstandsvorsitzende der Welternährungsorganisation geworden bei der UNO. Und wir haben da in Brasilien jetzt das Problem, dass Bauern mit Nahrungsmitteln versorgt werden durch das Programm Null Hunger, anstatt dass sie selbst zur Produktion kommen. Und jetzt hat die brasilianische Regierung sich entschlossen, diese Produktion der Kleinbauern regional aufzukaufen für alle öffentlichen Einrichtungen. Alle Schulen im Lande müssen mindestens 30% der Nahrungsmittel an den Schulen regional von den Bauern kaufen. Wir an unserer Universität haben jetzt die Mensa fertig, werden tatsächlich 100% regional kaufen. Und wenn man das alles zusammenbringt, was man da aufkaufen kann, fehlt es an Produktion. Und es fehlt besonders an ökologischer Produktion, weil jetzt hat die brasilianische Regierung im Oktober einen nationalen Plan zur Förderung der Agrarökologie angekündigt mit 3 Milliarden Euro für Mikrokrediten zur Förderung der Produktion bei den Kleinbauern, für die Vermarktung vor Ort, für die Wertschöpfung und für die Wissensbildung. Also sehr stark wird in Wissen investiert, aber nicht das klassische Wissensmodell,
Wir haben hier etwas ganz Besonderes, nämlich, dass die Bauernbewegungen im Aufsichtsrat der Universität drin sind, dass die Schwerpunkte unserer Forschungspolitik zusammen mit diesen ganzen Organisationen, nicht Regierungsorganisationen und Bewegungen, bestimmt wurden. Und so sind wir auf diese 43 Studiengänge gekommen, die vielleicht auch einmalig sind für das Land. Und wir haben es geschafft, jetzt auch die Postgraduierung schon aufzubauen, denn die hat viel mehr mit Forschung zu tun, dass man da Bereiche hat, wie zum Beispiel Biomilchproduktion, das Masterstudium Agrarökologie, diese Masterstudium Umweltwissenschaft mit erneuerbaren Energien. Also es sind schon Schwerpunkte wie Solidarwirtschaft, wie Menschenrechte, alles verbindet sich in einem Konzept und man versucht hier die erste brasilianische Universität, die nationale Universität, von unten aufzubauen, von unten nach oben. Und dabei ist vielleicht auch die Wissensentwicklung entscheidend, denn wir wollen hier keinen Wissenstransfer produzieren, sondern wir wollen, dass das Wissen möglicherweise so praxisnah entwickelt wird, dass es auf den Betrieben zusammen mit den Bauern entwickelt wird. Da stellen mir immer viele die Frage, wollen Sie, dass jeder Bauer jetzt ein Wissenschaftler wird? Und ich sagte, er ist es ja auch. Wir müssen jetzt nur mit einer bestimmten Methode vorgehen, die ihm schon bekannt ist und die ich in Bayern mal gelernt habe, als der Michael mir mal sagte bei einem Vortrag, jeder Bauer ist ein Umweltschützer. Warum? Weil jeder Bauer sich Sorgen macht um die Bodenqualität, um die Bodenfruchtbarkeit. Und nicht nur um die Bodenfruchtbarkeit, weil sie gesündere Lebensmittel produziert, sondern auch, weil man es sich wünscht, dass der Sohn, dass der Enkel weiter Bauer bleibt. Das hat dann auch mit einer Art des Lebens und mit einer Kultur zu tun, die nichts anderes ist als das, was man modern mit dem Begriff Nachhaltigkeit beschreibt. Also Nachhaltigkeit heißt ja, dass wir hoffen, dass die nächsten Generationen eine bessere Lebensqualität haben als wir. Oder vielleicht doch dieselbe Lebensqualität, aber nicht eine geringere. Und das ist der Begriff der Nachhaltigkeit, den jeder Bauer eigentlich schon kennt. Dann musste eine Konferenz in Stockholm 1972 organisiert werden, damit die Wissenschaftler weltweit dieses Begriff jetzt benutzen, dass alle Regierungen in allen Parteiprogrammen sich groß auf die Fahne schreiben, aber trotzdem in den letzten Jahren, seitdem man dieses Begriff benutzt hat und so viele Treffen organisiert hat, ist die Welt viel weniger nachhaltig als vorher. Also diese Voraussetzung, Wissen zusammen mit den betroffenen Menschen zu entwickeln, die auf dem Land leben, heißt auch, dass wir nicht mehr Wissen als Eigentum betrachten können, nicht mehr zur Patentierung kommen, nicht mehr zu dem Verbot des Nachbaus beim Saatgut kommen werden, denn bei den Bauern habe ich immer wieder gelernt, dass sie etwas tun, was fast kein Kapitalist tun würde, nämlich das Wissen zu teilen. Dass jeder Bauer mit den Nachbarn es immer wieder teilt, was er entdeckt, und dass die Gemeinschaft eigentlich zuständig ist für das, was man als fortschrittliche Technik entwickelt hat. Wir versuchen das zu unterstützen, sind gerade jetzt auch in einer günstigen Situation Brasiliens, dass alles abgesichert ist von der Regierung, denn es ist ja nicht so einfach, hier zu sagen, dass wir 600 Professoren haben, die lediglich vom Staat bezahlt werden, also ohne Drittmittelgelder und auch ohne diese ganze Geschichte der Abhängigkeit von den Agrarkonzernen. Wir haben hier von der Bundesregierung durch das Ministerium für Forschung, durch das Ministerium für Wissenschaft und durch das Ministerium für Bildung zusammen mit dem Ministerium für Agrarentwicklung, das sogenannte Ministerium für Kleinbauern, viele Programme vor, die auf Mitteln basieren, die jetzt aus den Lizenzgebühren des neu entdeckten Ölreservats Brasilien, also diese Pre-Sal, zurückkommen. Also man hat sich entschlossen,
75% der Lizenzgebühren dieser Ölreserve in Bildung zu investieren. Und besonders in Hochschulen. Und dann nochmal wichtig, damit die Menschen, die auf dem Land leben, die Töchter und Söhne der Bauern in unserer Region, einen Zugang haben zu einer öffentlichen Universität. Das ist nicht selbstverständlich. Denn die meisten Menschen vor Ort, die wir jetzt an der Universität haben, sind die erste Generation von Menschen, die den Zugang zu einer Hochschule haben. Und dann nochmal mit einem Stipendium. 60% unserer Studierenden zahlen keine Lizenzgebühren. Die bekommen noch eine Unterstützung, damit sie beim Wohnen mit der Mensa, also mit Transport auch unterstützt werden. Und wir sind derzeit auf der Suche in Deutschland, wo wir Kooperationen haben können. Ich bin heute so froh aus Hohenheim zurückgekommen, dass wir dort eine Kooperation beschließen werden im Bereich des Ökolandbaus. Hatten wir am letzten Samstag schon ein Gespräch mit Eberswalde. Es gibt auch dort ein Institut für Ökoanbau und Vermarktung. Also wir wollen international mit Universitäten kooperieren. Wo es diese Instituten gibt, deswegen habe ich ja die Frage gestellt, ob es in jeder Universität möglich wäre, dann würde ich sofort versuchen, mit diesen Leuten Kontakte aufzunehmen. Denn es ist für uns ganz wichtig, dass wir dieses Konzept international gestalten. Und vielleicht ist es auch möglich, dass wir voneinander so lernen, dass wir es schaffen, eine andere Form von Wissenschaftsentwicklung aufzubauen, die dann auch wiederum vielleicht zu anderen Entscheidungen in der Politik führen kann. Denn die meisten Politiker treffen Entscheidungen, beraten von Wissenschaftlern, die wiederum bei der ganzen Ausbildung das durchgemacht haben, was ich vor 20 Jahren mal gemacht habe, nämlich Assistencia Tecnica heißt das bei uns. Agrarberatung. Insistencia Technica heißt es, wenn man Bauern so überredet, etwas zu kaufen, was sie gar nicht brauchen. Und das ist vielleicht derzeit, was sich am meisten verkaufen lässt, genau das, was man am wenigsten braucht. Und das ist, glaube ich, auch die Gentechnik. Ich werde hier zum Schluss kommen und hoffen, dass es noch ein paar weitere Fragen gibt. Ich freue mich immer wieder, dass so viele zu den Vorträgen kommen. Ich hoffe, dass ich von vielen, die mich schon irgendwo gesehen haben bei anderen Vorträgen, was ganz Neues drin war. So habe ich das auch nochmal umgestellt. Und ich freue mich auf die Anmerkungen, auf die kritischen Fragen, damit ich, so wie am Anfang gesagt, weiter lernen kann. Vielen Dank. So, jetzt die Frage an Sie. Gibt es Fragen? Anmerkungen? Herr Professor Andreoni, ich habe eine Frage zu dem jüngsten Verbot dieses Terminator-Saatguts in Brasilien. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Sammlung der Fragen. Also Terminator ist so der Spitzname, der gegeben wurde für eine Art von Technik, die möglich ist durch die Gentechnik. Sogenannte GER-Technologien, also die restriktive Nutzung von bestimmter Technik. Es ist aus einer Pflanze in den USA entwickelt worden, Saponaria officinalis heißt das für die Spezialisten, sodass man aus dieser Pflanze ein Genkonstrukt ausschneidet und in allen anderen Pflanzen einbauen kann. Und das führt dazu, dass bei der Keimung es nicht möglich wird, also es verhindert die Keimung eigentlich. Es verhindert es, dass man das Saatgut wieder anbauen kann, das geerntet wurde. Das ist vielleicht so die totale Abhängigkeit. Also wenn es heute per Gesetz versucht wird zu verbieten beim Nachbau, landet es hier
in der Praxis unmöglich wieder nachzubauen, weil diese Sorten sterilisiert werden. Es gibt ein UNO-Moratorium, dass man das gar nicht machen sollte. Und in Brasilien hat man immer wiederum diese ganze Geschichte so gehabt, dass nach dem Schmuggel gesagt wird, dass jetzt der Schmuggel nicht mehr passieren soll oder dass er nicht mehr erwünscht ist. Und auch, dass die Koexistenz jetzt, nachdem alles verseucht ist, doch garantiert werden soll. Also nachdem alles verseucht ist, versucht man jetzt mit umweltfreundlichen Argumenten durch Terminator-Technologien die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass man dadurch die Koexistenz gewährleisten kann. Also das ist eigentlich die Argumentation und es geht um die Abhängigkeit der Bauern, die nicht mehr in der Lage sind, selbst das Saatgut bei der nächsten Ernte, also beim nächsten Anbau, selbst zu produzieren. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Es war ja so vor ein paar Wochen, dass die brasilianische, dass das der Ausschuss, der sich um diese Frage beschäftigt, es von der Tagesordnung gestrichen hat. Und jetzt ist es doch wieder so, dass es vielleicht in der nächsten Woche dazu kommt. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, dass immer vor Weihnachten weltweit versucht wird, bei der Gentechnik Zulassungen, also sehr umstrittenen Zulassungen durchzuführen. Das ist weltweit dasselbe Bild. Man versucht es immer wieder in dieser Zeit. Und jetzt hat es mit dieser Orange-Sorte nicht geklappt. Die bleibt bis Februar vielleicht. Aber bei Terminator-Technologien ist es in der nächsten Woche zur Entscheidung. Ich hoffe da, dass doch etwas Rücksicht auf Natur und Menschen in Brasilien genommen wird, obwohl das Parlament von Großgrundbesitzern beherrscht wird, die das ja auch wohnen. Also es ist schon beeindruckend, dass das Land nach 500 Jahren Beherrschung von Großgrundbesitzern, die eigentlich nur 3% der Bauern sind, aber über 61% der Grundfläche verfügen, immer noch die Mehrheit im Parlament hat, in der Judikative, die größte Einfluss auf die Medien, die meisten Genossenschaften und auch die meisten Bauernverbände. Weitere Fragen? Ja, eine Anmerkung vielleicht, inwieweit das anscheinend unabhängige Wissenschaft politische Entscheidungen mit sich bringt. Da können wir aus dem Landkreis Erding ja ein Lied davon singen. Aber gut, das ist Geschichte, da braucht man immer noch nicht an. Meine Frage wäre die, ist gentechnisch freier Soja aus Brasilien, ist der sauber? Ist das eine saubere Ware, wenn wir der in Europa ankommt und wir hier diesen verfüttern und somit für gentechnisch frei erzeugtes Fleisch und Milch garantieren? Können wir uns auf diese Zertifikate verlassen? Und zum anderen noch vielleicht die Anmerkung, warum das da in Bezug auf gentechnikfreie Produktion bei uns nicht mehr auseinander geht. Es ist die ablehnende Hand einfach nicht da. Aus konventioneller Produktion gentechnisch frei zu produzieren, ist kein Absatz da. Muss man ganz klar so sagen. Milcherzeugergemeinschaften stellen es den Erzeugern frei, gentechnisch frei zu produzieren oder nicht. Und wenn ich es freistelle als Abnehmer, dann verarsche ich das ganze System einfach nur. Und sagen wir, in der Fleischproduktion ist es überhaupt nicht das Thema. Überhaupt nicht. In der konventionellen Fleischproduktion gentechnisch frei zu produzieren, bedarf, es ist kein Absatz vorhanden. Nicht im Kleinen und auch nicht im Großen. Es kommt ein neues Markenzeichen, das sogenannte Tierwohl. Ist jetzt wieder überall mit sämtlichen Gremien erarbeitet, sogar der Tierschutzverbund. Tierschutzbund ist dabei drin, von der Fütterung steht wieder nichts drin. Das ist so etwas anderes. So, wir sammeln Fragen. Weitere Wortmeldungen? Ja, ich habe noch eine Frage. Wo sind die Unterlagen vom Fütterungsversuch in Grub? Ist das auch geheim gehalten?
Vielleicht noch eine weitere. Doris Seibt vom Verein für Erhalt und Nutzpflanzenvielfalt. Herr Professor, was halten Sie von Hybridpflanzen? Es gibt ja schon in Deutschland seit über 40 Jahren Hybrid-Mais. Die neueste Forschung geht in Richtung Hybrid-Weizen und so weiter. Was sehen Sie da? Ob die Gentechnik freie Soja in Brasilien sauber ist, muss ich fragen, sauber wovon? Weil Gentechnik frei heißt ja noch nicht, dass sie jetzt nicht mit Chemie belastet ist. Das heißt aber, dass sie nicht von einer Sojapflanze kommt, die in der Lage ist, das Gift aufzunehmen, in sich zu erhalten und dann zu Rückstände zu führen, die ja nur möglich wurden durch die Gentechnik. Sonst hätte man ja die Pflanze zerstört. Jetzt hat man es geschafft, dass das Stoffwechsel nicht gehemmt wird in der Pflanze, das heißt aber noch nicht, dass das Gift nicht drin ist. So haben wir bei diesen Pflanzen Glyphosat-Belastungen, die bei gentechnikfreien Pflanzen nicht zu erwarten sind. Das ist ein großer Unterschied. Und abgesehen von allen anderen Risiken, die da zu erwarten sind, das ist aber schon mal eine ganz klare Sache. Ich gehe davon aus, dass die ersten Exporte von Gentechnik verseuchten Pflanzen, also die ersten Importen, also Exporten aus Brasilien, Importe von hier aus gesehen, gar nicht so viel Gentechnik drin war. Also da gab es viel Vermischung, auch absichtlich, denn man hatte ja vor Ort nur kontrolliert, wenn ein Bauer darauf verstanden hat, es wäre gentechnikfrei, dann musste er es beweisen und den Test zahlen. So waren viele Bauern gar nicht in der Lage, es zu beweisen, dann ist ganz einfach gentechnikfreies mit dem gentechnisch veränderten nach Europa gekommen. Man hat dann immer gesagt, es ist sowieso alles gentechnisch verändert. Andersrum kann ich hier jetzt nicht garantieren. Das hängt dann mit den Proben ab, von den Proben ab, die dann unter den Verbänden, unter dem ganzen Handeln stattfinden. Vielleicht hätte diese Frage an das Donau-Soja-Kongress gestellt werden müssen am 25. und 26. November in Augsburg, denn da waren die brasilianischen Sojaproduzenten auch da, also Abranche zum Beispiel, der Verein der brasilianischen gentechnikfreien Sojaproduzenten. Wichtig vielleicht ist es immer wieder zu erwähnen, dass Soja eine autogame Pflanze ist. Also man kann nebeneinander biologisch gesehen gentechnisch veränderte Soja und gentechnisch freie Soja anbauen. Das geht, nicht wie beim Mais. So gibt es keine biologische Kontamination. Und so ist es auch möglich, in Mato Grosso, in Tausenden von Hektar, sich völlig gentechnisch frei zu halten, so wie eine gentechnisch freie Region auf einem Betrieb passt. Ne? Und das ist ein Unterschied zum Mais und zum Raps, den man erkennen muss. Aber die Vermischung kommt immer wieder beim Transport, bei der Verschiffung, also auch beim Verkehr von Maschinen. Es ist möglich, dass Teile davon gentechnisch verändert sind. Da gibt es aber auch einen Grenzwert, ne? Der auch wiederum politisch gewollt ist, ne? Nicht wissenschaftlich basiert. Also diese politisch gewollte Vermischung, die zugelassen ist, hat dann auch damit zu tun, dass man mit dem ganzen Zeug zurechtkommen muss. Und man versucht immer wieder diese Grenze, also diesen zugelassenen Anteil von gentechnisch veränderten Pflanzen in gentechnisch freiem Soja zu erhöhen. Zur Vermarktung ist für mich vielleicht ganz entscheidend, wenn man gekennzeichnet hätte, dass es aus einer Fütterung kommt mit Gensoja, dann würde vielleicht keiner mehr dieses Fleisch kaufen. Aber wir haben es heute nicht drauf, das ist diese Gesetzlücke. Oder vielleicht eine positive Kennzeichnung, dass man sagen würde, hier gibt es, also negativ, also hier gibt es keine Gentechnik auch bei der Fütterung. Dasselbe kann man auch bei Milch haben, bei Eier haben, ich glaube, das ist möglich, das ist das mit der Gesetzlücke. Aber solange wir das nicht haben, ist es tatsächlich viel schwieriger, also auch einen Absatzmarkt zu haben.
Das ist meine Antwort dazu. Ich weiß aber, dass der Josef Fallmeier vielleicht noch etwas mehr dazu zu sagen hat, von der Erfahrung her, wie das hier gelaufen ist in den mehreren Jahren Versuche, Donausoja oder gentechnisch freie Soja aus Brasilien zu haben. Normal habe ich laue Stimme, dass ich es nicht brauche. Also grundsätzlich ist es so, es ist richtig mit Vermischungen, also momentan der Stand, es kommt immer darauf an, was die an Soja oder der Landwirt ordert. Wir haben zwei Handelsarten auf dem Markt, das ist Hard-IP und Soft-IP. Hard-IP ist zertifiziert, ist kontrolliert vom Saatkorn, also bis zum letzten Umschlagshafen und bis zu der Hersteller oder Lagerhaus im Binnenbereich. Also bei uns absolut sicher, wird auch amtlich ständig kontrolliert, ist immer garantiert kleiner 0,1. Das hat noch nie Probleme gegeben. Und dann gibt es auch die sogenannte Soft-IP-Ware, die kommt ein bisschen billiger, die wird nach Breitengraden. Da geht man davon aus, von der Industrie, dass zum Beispiel nördlich des Breitengrades, nachdem wie Antonio sagt, südlich ist ja der Schmuggel vor Argentinien rein und so, da wo viel Vermischung ist, nördlich eines bestimmten Breitengrades, gingen die Konzerne davon aus, hier müsste die Ware eigentlich frei sein. Und das wird dann als Soft-IP-Ware vertrieben, sollte das hier ankommen und wird dann gegenseitig festgestellt, dann könnte das in die Schiene gehen verändert. Also große Konzerne, Wiesenhof zum Beispiel, kaufen das auch ein, weil die haben dementsprechende Menge, die kennen dann die Nachuntersuchungen. Aber wenn der Landwirt Hard-IP-Ware mit Zertifikat ordert, ist sie mit Sicherheit frei. Momentan Weltmarktstand, also an der Warenbörse, wie Antonio gesagt hat, etwa 16 Millionen Tonnen vollkommen gentechnisch frei, sind sofort zertifizierbar, etwa 11 Millionen werden schon zertifiziert, 16 Millionen sind sofort zertifizierbar, vollkommen frei und noch mehr Menge von zwischen 10 und 15 Millionen Tonnen könnten wir, wenn die Nachfrage da ist, sofort aus Brasilien gentechnisch frei beziehen. Aber da wird eben teilweise vermischt, teilweise macht es Monsanto absichtlich, 1-2% gehen da in die Bohnen dazu, dann sind wir über der 0,9-Grenze und muss auf dem Weltmarkt als gentechnisch verändert verkauft werden. Also wenn die Nachfrage da wäre, könnte ganz Europa versorgt werden. Zum Absatz. Es ist noch in die Kinderschuhe, mit Sven Wesch oft diskutiert. Die Tendenz in Deutschland nach gentechnischen Lebensmitteln steigt gigantisch durch den Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Also die Zulassungsrate ist enorm, was auch die Handelskonzerne, Lebensmittelhandelskonzerne schon darauf einsteigen. Wir haben momentan wieder einen gewaltigen Dämpfer gekriegt. Drei oder vier Hauptkonzerne weltweit, die einen Sojamarkt in der Hand haben. Wie zum Beispiel heuer im Frühjahr war eine gigantische Erntemenge in Brasilien mit über 80 Millionen Tonnen. Wir hätten eigentlich alle, die ganze Handel hätte erwartet, dass der Preis zusammenbricht. Problem ist eigentlich oben, weil die Konzerne alles in der Hand haben. Wir müssen also mehr schauen, dass wir europäischen Soja hinbringen. Die Preiszuschläge momentan in einigen Regionen gingen schon um die 10, 12 Euro, wo dann der Landwirt sagt, das ist uninteressant, berechtigterweise. Also wir sind in Südjahren immer noch bei so etwa 4 bis 5, teilweise sogar weniger. Wir arbeiten jetzt seit Neuestem auch in der Region versuchsweise mit gentechnisch freier Soja, alles sicher, aus Südeuropa. Schaut gut aus, kann man aber noch nicht propagieren, weil wir die Mengen noch nicht abgesichert haben, aber die Ware ist absolut top. Aber ich sage noch mal dazu, wenn wir einige Pioniere da, die selber Soja anbauen. Leute, das einzige Ziel, was wir haben, das muss sein, dass ein Landwirt seinen Soja genauso anbaut wie der Getreide und Mais anbaut, selber verarbeitet, selber verfüttert. Das muss unsere Zukunft sein, weil dann können wir uns wirklich durchsetzen. Und der Markt, die wir Verbraucher sind, die nicht gerade die Bauern sind vorher, der Verbraucher hat es in der Hand. Wenn er in den Supermarkt geht und Produkte kauft, die nicht als ohne gentechnisch gekennzeichnet sind, unterstützt ihr damit die Konzerne, dass so Sachen wieder auf den Markt bringen. Die Sprache der Wirtschaft heißt Umsatz. Was verweigert wird, wird nicht mehr nachproduziert. Kauft nur noch Produkte, wo ohne gentechnisch oben steht, dann wird das andere gar nicht mehr produziert. Glaubt mir, so einfach geht's. Ihr habt es eigentlich in der Hand. Gut, also, ich möchte keinen Pro- oder Kontra-Vortrag zu dir halten. Noch ganz kurz dazu, zum Verbraucher und zu keiner Nachfrage. Ich bin einfach der Meinung, wer so spricht, der belügt sich selbst. Weil wenn ich fest überzeugt bin und meinen Willen habe, dass ich ein einwandfreies, sauberes Naturprodukt produziere,
dann denke ich wieder so. Das heißt also, es liegt am jeden Einzelnen, zuerst denken und dann handeln. Das heißt, ich möchte mich nicht selbst belügen. Und das kommt da so raus, wenn es der Markt nicht will, dann huschelt man anders weiter. Das ist für mich keine Denkweise und das ist für mich nicht weiterführend. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die naturverträglich ist, überdauernd ist. Nachhaltig überdauernd ist. Und da ist jeder gefordert. So, Fütterungsversuch in Grub, weiß ich jetzt nicht, was... Ich möchte kurz auch noch was dazu sagen. Ah ja, okay. Also, eins noch dazu.